willkommen zu einem neuen Naked Try-On-Haul von mir. Heute werde ich mit euch ein paar frühlingshafte Kleider anprobieren. Und ich bin schon gespannt, welche ihr am besten finden werdet. Nicht vergessen, mit Elegance15 bekommt ihr 15% Rabatt. Als erstes habe ich hier jetzt dieses midi-lange Kleid für euch. Ich finde die Struktur von dem Kleid besonders schön, da es aus so kleinen Blümchen besteht, so ein bisschen Lace-mäßig. Und ich finde auch die Puffärmel richtig goldig, es ist schön geschnitten, es erinnert so ein bisschen an eine ältere Zeit. Und ich finde das besonders schön jetzt in der Frühlingszeit, da es nicht extrem kurz ist und damit nicht zu kalt ist. Das zweite Kleid, was ich euch vorstellen möchte, ist dieses weiße Kleid. Wie ihr seht, ist weiß so mein Theme diesen Monat. Ich finde, das ist auch total süß. Es ist natürlich um einiges kürzer als das andere Kleid und auch vom Stoff her um einiges dünner. Besonders schön finde ich, dass das so hinten ein bisschen länger ist als vorne. Und ich finde es auch immer sehr, sehr vorteilhaft, wenn man das so zusammenbinden kann, dass die Taille nochmal so ein bisschen schmaler aussieht. Und ja, wenn man eine schlanke Frau ist, finde ich das auch immer sehr schön, wenn man die Schultern nochmal schön so präsentieren kann. Und deshalb gefällt mir das auch sehr gut. Hier wollte ich euch jetzt nochmal den Stoff ein bisschen von näher zeigen. Und zwar hat es wie so eine kleine wellenförmige Struktur da drauf. Das ist also nicht nur ganz weiß und dünn, sondern es hat auch eine ganz süße Struktur. Und das hat mir auch besonders gut gefallen bei dem Kleid. Und dann habe ich hier noch ein drittes weißes Kleid für euch, auch wieder ein bisschen kürzeres Kleid, also auch eher Richtung Hochsommer. Hat trotzdem auch wieder Puffärmel, das mag ich einfach total gern. Ich finde, das ist total vorteilhaft, wenn man ein bisschen schlanker ist, sozusagen, und ein bisschen Kurven noch zu schaffen, auch wenn es an den Schultern ist. Zwischen der Brust, die Schleife finde ich auch total goldig. Das setzt einfach nochmal so einen Blickfang, dass es nicht einfach nur ein enges Kleid ist, sondern mit noch einer ganz süßen Sache, und dementsprechend macht es das auch ein bisschen goldiger und nicht ganz zu sexy. So, und jetzt haben wir noch ein grünes Kleid. Wie ihr wisst, ist Grün ja meine Lieblingsfarbe eigentlich. Zwar ist nicht unbedingt in Kleidern, aber an sich. Und ich finde, das Kleid ist mega schön. Das ist so richtig oldschool, vintage-mäßig geschnitten. Das gefällt mir richtig gut. Auch der Stoff, die kleinen Blümchen da drauf, das ist so schön. Das ist, glaube ich, mein Favorit. Auch wenn ich hauptsächlich ja, ein weißes Theme hatte. Aber das hier konnte ich nicht weglassen. Außerdem habe ich mich auch mal hier an so einen Hut gewagt. Ich finde, mir steht es irgendwie nicht so gut. Ich finde, es gibt so ein paar Leute, bei denen sieht das richtig cool aus, auch auf Instagram und so. Aber ich glaube, bei mir eher so Dora the Explorer. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Outfit, was kein Kleid ist. Und zwar ist es einmal hier so eine coole, lässige Cargo-Style-Hose und noch so ein schönes Top im Ethno-Muster, gefällt mir auch richtig gut. Ist super bequem alles und ja, das war's für heute. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, die Sachen, die gefallen mir richtig gut. Die einzige Sache, bei der ich mir nicht so sicher bin, ist der Hut. Was meint ihr, ist das cool oder eher nicht so cool? Irgendwie habe ich das Gefühl, andere Leute sehen da drin cool aus und ich nicht. Naja. So, das war's mit meinem Naked Haul. Ich hoffe, er hat euch gut gefallen. Ich finde die Produkte diesmal echt aber richtig gut. Ich freue mich schon, dass, wenn es endlich noch ein Ticken wärmer wird, dass ich die alle anziehen kann. Momentan hat es eigentlich erst nur für dieses Outfit gereicht, aber ich meine, im April ist auch schon immer total gut, wenn es schon mal so warm ist, dass man mal ohne Jacke rumlaufen kann. Und ja, lasst mich gerne wissen, welches Teil euer Favorit war und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr weiter so Naked Hauls von mir sehen wollt. Und nicht vergessen, Elegance15 für 15% Rabatt. Und ich sehe euch nächsten Monat zu einem neuen Naked Haul. Ciao! Stopp, warte kurz, bevor du gehst. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir ein Abo von dir bedeuten würde. Also klick bitte kurz noch auf Abonnieren und am allerbesten noch auf die kleine Glocke nebendran. Dann sehen wir uns ganz bald wieder.